was für mögliche Barrieren aufgrund der Digitalisierung entstehen können. Aber ich möchte zuerst auch mal was dazu sagen, dass da ein enormes Potenzial für Menschen mit Behinderungen drinsteckt. Vor allem Mobile Apps, aufgrund des Zugriffs speziell auf Hardware-Funktionalitäten von Geräten, zeige ich nachher Beispiele, was das wirklich an Mehrwert und an guter Funktionalität bringen kann. Leider die Kehrseite, muss ich schon sagen, die tatsächliche Barrierefreiheit, wenn man das im Detail anschaut, die ist begrenzt gut. Zeige ich Beispiele zu, spiele ich dann auch ein Video ein, was das sehr praktisch konkret aufzeigt. Am Schluss natürlich aus meiner Sicht, ich war selbst bis vor fünf Jahren im Thema UX, User Experience, Usability selbst unterwegs, kenne also dieses Thema, habe dann gewechselt in die Barrierefreiheit rein. Darum möchte ich was sagen dazu, was können denn UXler speziell, die häufig eben in Projekten drin genau in der Situation sind, wo sie dann das Thema Barrierefreiheit auch aufs Tapet bringen können, was sollten UXler wissen, ich bringe da nur ganz, ganz wenige Punkte, aber ein bisschen grundlegende Punkte, denke ich. Das möchte ich gerne Ihnen dann mitgeben, um das Thema weiterzutragen. Jetzt Potenzial von Mobile Apps für Menschen mit Behinderungen. Beispiel. Fahrplan App. Erste Gruppe der Beispiele, die ich jetzt hier zeige, das sind solche Applikationen, die allen Menschen mit oder ohne Behinderungen sehr viel Convenience bringen, sehr viel Nutzen bringen können. Man vergisst dabei manchmal aber, dass das für Menschen mit Behinderungen nochmal ungleich wichtiger ist, weil für sie das vielleicht sogar der einzige Kanal ist, wie sie die Funktionen, die Informationen, die Dienstleistungen überhaupt nutzen können. Ich selbst könnte im Bahnhof diese Anzeigetafel lesen und wüsste, wo der Zug wann, auf welchem Gleis fährt. Mein blinder Kollege da auf dem Bild kann das nicht sehen, der braucht dafür eine App. Ich könnte ein Ticket kaufen am Schalter, ein gehörloser Mensch oder jemand mit einer Sprachbehinderung könnte das ungleich schwieriger nur. Lautsprecherdurchsagen, den Gleiswechsel, auch wieder ein Gehörloser kann das nicht hören. Für den ist natürlich so eine App Gold wert. Nächstes Beispiel. Wäre eine Barcode-App und jetzt ist es natürlich, also hier das Beispiel von CodeCheck genannt, mit dem man die Barcodes auf Produkten scannen kann und dann ganz viel spannende Informationen kriegt über 27 Millionen Produkte, was das für eine Zusammensetzung hat, ist für Allergiker und, ganz, ganz spannend, klar. Aber gleichzeitig gibt es die Situation, dass vielleicht ein blinder Mensch zwei Konservendosen im Schrank hat und wissen möchte, ob er jetzt Katzenfutter oder Ravioli öffnen möchte. Und da vergisst man manchmal bei so Apps diese Use Cases, was das für Menschen mit Behinderungen eben vielleicht nochmal ungleich, vielleicht bedeutsamer, Basics, Basic Funktionalität, Basic Wahrnehmung kompensieren kann, ein Stück weit. Drittes Beispiel wäre, jetzt kommen wir zu einer zweiten Gruppe von Apps. Das sind Apps, die spezifisch für Menschen mit Behinderungen Funktionalitäten bereitstellen. Das Beispiel, das ich hier zeige, zeigen möchte, das ist Be My Eyes. Da steht eine registrierte Community dahinter von Sehenden, ganz vielen sehenden Menschen, die bereit sind, blinden Menschen zu helfen. Und blinden Menschen, die sich eben Hilfe holen. Das funktioniert dann so, dass in der Alltagssituation, wenn die Blinden kurz eine Wahrnehmungshilfe braucht, startet sie den Videoanruf. Der Sehende übernimmt dann quasi das Sehen und kann direkt im Gespräch dieser blinden Person helfen, visuell eine Situation zu interpretieren. Also Arbeitskollegen von mir konnten so schon zum Beispiel jetzt feststellen, was für einen ausländischen Geldschein hatten die in der Hand, den sie sonst nicht hätten wahrnehmen können. Und übers Video konnte dann die sehende Person sagen, doch, das ist ein 20-Dollar-Schein, was auch immer. Weiteres Beispiel, das ich zeigen möchte, sind die zwei Apps Greta und Starks. Greta, also beide, sollen blinden wie gehörlosen Menschen ermöglichen, Filme im Kino oder im Fernsehen
ihren Bedürfnissen gemäß genießen zu können. Die synchronisieren sich automatisch mit dem laufenden Film über das Mikrofon des Mobiles und spielen dann für den blinden Menschen über Kopfhörer eine Audiodeskription ein, und zwar genau in den Sprechpausen kommt dann die Beschreibung dessen, was der visuell, welchen Inhalt er visuell nicht wahrnehmen kann. Starks demgegenüber spielt dem Gehörlosen auf dem Mobile-Display Untertitel ein. Natürlich wieder genau vom Timing her, im richtigen Moment stimmend zum Film. Jetzt die dritte Gruppe von Apps, die ich kurz zeigen möchte. Das sind solche Apps, die ermöglichen Interfaces von Geräten, die sonst nicht accessible sind, also nicht zugänglich, nicht benutzbar sind für Menschen mit Behinderungen, über den Umweg von einer App trotzdem bedienen zu können. Beispiel wäre hier eine Jura-Kaffeemaschine, die zwar schon sehr gut gestaltet ist, weil da hat sehr viele Knöpfe drauf, und zwar für die ganzen verschiedenen Getränkesorten, hat es da einzelne Knöpfe, was haptisch was hergibt. Aber spätestens wenn es darum geht, Milchmengen von einem Cappuccino einzustellen oder wenn eine Fehlermeldung auftritt, muss eine Wahrnehmung des Displays stattfinden, sonst kann man das nicht mehr, die Information nicht mehr aufnehmen. Das kann ein Blinder nicht sehen. Der Blinde, und dann kommt genau diese Jura Coffee App zum Zug. Die ist per Bluetooth verbunden mit der Kaffeemaschine, erhält also die Information da. Dadurch kriegt dann der Blinde mit seinem Screenreader auf dem Mobile, kann er sich das vorlesen lassen, was mit der Maschine jetzt los ist, dass da neues Wasser, neuer Kaffee, was auch immer nachgefüllt werden muss. Das heißt, die Bedienung wird deutlich umfangreicher, die Bedienungsmöglichkeiten. Witzig bei diesem Beispiel ist jetzt noch, die war offenbar ursprünglich nicht ausgerichtet für primär Blinde oder Menschen mit Behinderungen. Inzwischen haben aber verschiedene Blinde die Firma auch kontaktiert, weil da gibt es noch gewisse Kinderkrankheiten in der App drin. Aber man merkt schon, da tun sich jetzt durch sowas neue Nutzergruppen auf, die dann auch aktiv aufs Unternehmen zugehen, das dann hoffentlich auch merkt, doch da steckt ein Potenzial drin. Jetzt letzte App, die ich noch kurz ansprechen möchte, ist eine Sonos-App. Das ist einfach eine App, die das Problem überwindet, dass heute bei den, ich weiß nicht, Sie haben wahrscheinlich viele von Ihnen eine Stereoanlage oder sowas zu Hause, wenn Sie sich das anschauen, da hat es ein Display, wo man mit wenigen Knöpfen eine Bedienung hinkriegt, indem man das Display liest. Das heißt, das muss man lesen können. Wenn man das nicht lesen kann, bringen einem die Knöpfe nicht viel. Das heißt, so ein Interface ist für jetzt einen blinden Menschen als Beispiel wieder nicht bedienbar über die App, aber geht das. Das heißt, die App ermöglicht dann, diesen Funktionsumfang zu nutzen und löst genau dieses Problem, dieses nicht zugänglichen Interfaces des Geräts wieder. Das heißt, Fazit, meinerseits, Mobile Apps haben ein enormes Potenzial. Also diese Digitalisierung bringt da wirklich einen enormen Push. Bieten eine Fülle von praktischen Hilfen in Alltagssituationen, öffnen alternative, zugängliche Kanäle zu den gleichen Informationen, Dienstleistungen oder machen Geräte eben überhaupt erst bedienbar. Unterm Strich können Apps ein Stück weit helfen, bestehende Behinderungen zu kompensieren. Die Kehrseite im Reality-Check ist leider, die Barrierefreiheit, wenn man die Apps im Detail anschaut, wenn man so die große Menge an Apps anschaut, die ist begrenzt gut bis mäßig bis deutlich eingeschränkt. Überblick. Im Oktober 2016 hat die Stiftung Zugang für alle die letzte Schweizer Accessibility-Studie publiziert. Da wurde erstmals neben den 100 Webseiten, die da geprüft wurden in der Schweiz, wurden auch Mobile-Apps geprüft. 30 Stück, also von 15 Newsportalen, 29, von 15 Newsportalen jeweils die iOS und die Android-App. Und man ist zu dem Rating gekommen da, das heißt,
iOS, ja, drei Apps schaffen es gerade mal ein 5-Stern-Rating, also 5 Sterne von 5 Sternen. 5 Sterne heißt aber 80% der Standardanforderungen erfüllt. Auch da stecken noch verschiedenste Hürden und Barrieren drin. Es geht dann zügig runter. Es gibt bei 4 Sternen gibt es noch eine Gruppe von 5 Apps, aber dann sind wir bei 3 Sternen. Durchschnittswert für iOS liegt hier bei 3,5 Sternen, was so ein bisschen eine durchwachsene Barrierefreiheit ist. Wenn man es bei Android anschaut, ist es nochmal deutlich eingeschränkter, 2,5 Sterne im Schnitt. Ja, wie man jetzt das interpretiert, Android macht sicher vorwärts bezüglich Unterstützung von Support von Accessibility Features, ist da auf einem guten Weg, hängt vielleicht noch ein bisschen hinterher iOS, aber es ist sicher so, wenn sich Menschen informieren können wollen mit solchen Apps hier, ist die Barrierefreiheit sicher eingeschränkt. Ich möchte jetzt ganz praktisch ein Video zeigen von einem Kollegen von mir, Daniele Corciulo, der selbst blind ist, der bei der Stiftung Zugang für alle Apps auch testet. Der sieht 0,5%, das heißt, er hat eine gewisse visuelle Wahrnehmung von Helligkeitsunterschieden, kann aber etwa Inhalte on screen nicht lesen. Mein Name ist Daniele Corciulo, ich bin Accessibility Consultant bei der Stiftung Zugang für alle. Ich setze mich zusammen mit dem Team für barrierefreie Apps ein. Apps sind für mich sehr wichtig, weil sie vieles kompensieren können, was ich durch das Sehen nicht wahrnehmen kann. Ich kann beispielsweise dank GPS-Navigation selbstständig neue Adressen suchen, was vor 10 Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen wäre. Heute klappt es meistens sehr gut. Ich kann zum Beispiel auf Reisen dank der SBB Mobile App den Fahrplan selbstständig konsultieren. Ich kann meine Geräte steuern. Ja, also wie ihr seht, Apps bieten mir eine sehr große Erleichterung im Alltag an. So, leider werden wir jetzt an einigen Beispielen sehen, dass viele Apps nicht barrierefrei sind. Wir befinden uns jetzt hier auf dem Homescreen. Und ich möchte euch die IKEA Store App zeigen. Und damit ich zu der gelange, wische ich jetzt durch die einzelnen Apps. Podcasts, Watch, Dateien, Extras Ordner, McDonalds, Supercard, WC Kavan, Helsana Upload, Uber, Search, Blick, Airbnb, Helsana Ask, IKEA Store, Seite, IKEA Store. IKEA Store. Und jetzt öffne ich die mit einem Doppeltipp. So. IKEAs Angebote, Taste. Und jetzt haben wir hier Angebote, neue Produkte, Taste. Beliebt, Taste. Folge uns, bleibt auf Auswahl, Tabulator, 1 von 4. Also ich bin jetzt durchgewischt und ich weiß vom Gespräch mit Zehnten, dass hier ziemlich viel Inhalt übersprungen wird, wie ihr das wahrscheinlich auch hören konntet. Und auch die Tabs hier unten Tabulator 2 von 4 nicht sinnvoll vorgelesen. Es heißt zwar Tab, aber ich weiß nicht, was man auswählen kann. Tabulator 3 von 4. Das ist natürlich nicht gut, das macht die App völlig unbedienbar. So, ich befinde mich jetzt hier auf der Zalando-App und wir haben da Tabs, wo ich aber leider gar nicht weiß, ja, was man hier auswählen kann. Ich versuche jetzt mal eine Hose für mich zu suchen. Tabulator, Auswahl. Die neue Mistabis. Lieblingsprodukt suchen. Taste. Lieblingsprodukt suchen. Jetzt gebe ich. Lieblingsprodukt suchen. Es beginnt schon hier, man weiß nicht, dass es eine. Einfügemarke am Anfang. Eine Taste war, aber ja. Jetzt gebe ich hier was. Großes Haar. Ein Hose. Nein, großes Haar. Bester Vorschlag. Und. 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 Es.
Suchen. Suchen. Zurücktaste. Pose. Überschrift. Filter Active. Taste. Auswahl. Kataloglistmode. Taste. Kataloglistmode. Taste. So, Kataloglistmode. Ja, das Product ist Image. Auch nicht so. 321A05DK12. Bild. Product Image. Wisslist inaktive. Taste. Adidas Originals. Adidas Originals. Jetzt mache ich das auf. Adidas Originals. BDP Color. Taste. Jetzt muss ich natürlich wissen, dass die schwarz ist. BDP Color, ich denke mal, das hat was damit zu tun, aber es ist ja eigentlich nicht offensichtlich, wenn ich das jetzt angehe. BDP Color, Taste, Approvis List, Taste, BD Approvis List, Taste. Ist ja was Taste. Passiert? Nein. Approcard, Taste. Leider nicht. Adidas Originals, Leggings, Posen, Legging, ab CHF39.95 inklusive Mehrwertsteuer. Wie ihr sehen könnt, werden mir verschiedene Informationen auf dem Bildschirm nicht angesagt, obwohl sie wahrgenommen werden können, wie zum Beispiel die Farbe eines Produktes. Und hier befinden wir uns auf der Radio Energy App. Ich bin jetzt am Anfang und wische hier auch durch, von links nach rechts. News. Zürcher Blitzer Wahnsinn. 15 Mal mehr Bussen auf Europabrücke. Page 1 auf 3. Einstellbar. Channels. So, und hier auch. Hören wir sofort, Taste. Ja, ich habe da Taste, Taste, aber ich habe keine Ahnung, Taste. Was diese bewirken. Taste. So, jetzt kriege ich hier weiter Taste. Bis Taste. Zum Taste. Taste. Bitteren Ende. Taste. Taste. Ja, wie ihr sehen konntet, sind... Ja, viele Apps halt leider nicht ganz barrierefrei. Und bei den gezeigten Beispielen kann man oft die Barrierefreiheit deutlich verbessern mit sehr geringem Aufwand. Und für mich wäre es aber ein enormer Fortschritt. Ich denke, das war klar, auch diese Einschätzung von wegen nicht ganz barrierefrei war etwas eine Untertreibung bei diesen Apps. Ich möchte aber auch dazu sagen, es ging jetzt hier nicht darum, einzelne Anbieter von Apps zu ein Bashing zu betreiben. Wenn man sich umschaut, wenn man Apps so mal anfängt zu benutzen, dann zeigt sich sehr schnell, dass man solche Barrieren sehr, sehr häufig antrifft. Fazit eben drum leider. Mobile Apps weisen eben häufig eine unnötig schlechte Barrierefreiheit auf. Typischerweise zeigen sich Grafiken und grafische Schalter, die keine Textalternativen, eben nur noch als Taste ausgegeben werden. Kontraste sind häufig nicht ausreichend. Ich weiß nicht, ob Sie es bei der Radio Energy App gesehen haben. Da gab es Überschriften drin, die waren weiß und hellgrau. Das kann man nicht gut sehen. Linktexte, Labels sind nicht ausreichend verständlich. Das sind so typische, wirklich typische Probleme. Er hat mir vorhin auch gar nicht erreichbare Elemente, die man ganz überspringt, wo der Screenreader gar nicht erst hinkommt. Bedienelemente, die nicht richtig ausgegeben werden. Visuell sieht man natürlich, dass das Schalter sind, aber wenn man es nicht hört, dann weiß der blinde Nutzer nicht, was er damit tun soll. Häufig auch keine Rückmeldung, wenn Aktualisierungen stattfinden. Und letztlich noch, natürlich auch, sobald dann Videos eingebunden werden mit einer informativen Tonspur, ganz wichtig, dass dann immer auch Untertitelung da ist. Ja. Jetzt, abgeleitet daraus, aus diesem ernüchternden Fazit, was kann man jetzt beitragen, was muss man wissen als UXler, was ist zu tun? Ich möchte zuerst mal einzelne gängige Vorurteile bei UX-Verantwortlichen versuchen zu bereinigen hier, weil ich die in Gesprächen immer wieder antreffe. Das erste wäre, für Mobile-Themen gibt es ja gar keinen Accessibility-Standard. Ich drücke es höflich aus, das ist falsch. Zweite damit verbundene Vorteil ist, ja, WCAG, also die Web Content Accessibility Guidelines, wenn man davon schon gehört hat,
sind ein alter Hut, die sind von 2008, die können ja nicht mehr aktuell und relevant sein. Das ist völlig falsch. Wir haben hier einen super aktuellen, einen to the point, breiten, gut recherchiert, gut fundierten, umfassenden Standard für Barrierefreiheit, für Anforderungen bezüglich Barrierefreiheit. Damit muss man sich zumindest ein bisschen auseinandersetzen. Den darf man nicht abtun als, der ist nicht mehr aktuell. Vor einer Weile gab es da eine Taskforce der W3C, die genau überprüft hat auch, wie schaut es denn aus? Sind diese Anforderungen vielleicht sogar auf andere Technologien als Web übertragbar? Und das Ergebnis hier war ganz klar, natürlich, sehr gut sogar, weil das war ja auch die Intention von WCAG 2.0 gegenüber 1.0, dass man von der Technik weg ist. Das heißt, mein Anspruch wäre, jeder UXler, jeder, der im Bereich User Experience ein bisschen unterwegs ist, muss da mal reingeschaut haben, um zumindest zu wissen, was steht denn da so drin. Ich sage nicht, die sind einfach lesbar, ich sage nicht, dass es wirklich leichte Kost, aber die sind aufbereitet als Checklisten. Da gibt es vielfache Condensed Versions davon, um sich einfach ein bisschen Überblick zu verschaffen, was steckt denn da drin. Und mit meinem Hintergrund, ja, ich muss es sagen, mit meinem Hintergrund aus der UX raus, das ist ein Standard, der eigentlich jedem User Experience Verantwortlichen die Tränen in die Augen vor Neid treiben sollte, weil im Thema UX gibt es nichts Vergleichbares, was so inhaltlich so breit und fundiert und messbar, testbar ist. Zweites Schlaglicht, das ich setzen möchte bei Mobile Apps, ist Thema Kontraste. Ja, gängigerweise in der Stiftung Zugang für alle sagen wir häufig, das Visuelle ist nicht so wichtig. Das meiste spielt sich eh unter der Haube ab. Bei Mobile Apps denke ich, Kontraste werden wichtiger, weil wir häufig eine Nutzungssituation haben, wo die Lichtverhältnisse eben nicht ideal sind. Draußen bei schönerem Wetter, als wir es heute haben, wo dann sehr viele Menschen mit Sehbehinderungen Schwierigkeiten haben, aber plötzlich auch sehr viel mehr Leute Schwierigkeiten haben mit Kontrasten. Gibt es ganz einfache Tools, wo man Screenshots auf dem Rechner dann prüfen kann auf Kontraste, da braucht es nahezu keine Vorkenntnisse dazu. Achtung, gibt wenige Ausreden, das nicht zu testen. Und beim dritten Thema gibt es eine schlechte Nachricht und eine gute Nachricht. Thema Screenreader-Testing. Die schlechte ist, auf dem Mobilbereich kommt man um Screenreader nicht rum. Warum? Wenn ich eine Webseite teste auf dem Rechner, dann kann ich mit einer ganz breiten Palette an Tools, also an Browser-Add-ons, Plugins, kann ich da semantische Strukturen, also Überschriftenstrukturen zum Beispiel, prüfen, ohne dass ich jeden Screenreader die Hand nehme. Auf den Mobile Apps, da hat man einfach Plattformrestriktionen, da kann man nicht gleichermaßen natürlich mit Tools, mit Add-ons testen. Deshalb bleibt als letzte Möglichkeit häufig fürs Prüfen von solchen Anforderungen nur das Screenreader-Testing übrig. Das heißt, kommt man nicht drumherum. Die gute Nachricht hingegen ist, die Bedienung des Mobiles des Screenreaders auf dem Mobile ist deutlich einfacher als auf dem Desktop-Rechner. Also die Aufforderung meinerseits, Hausaufgabe für alle, wäre, schauen Sie doch mal, ich bin fast sicher, dass die allermeisten von Ihnen einen Screenreader gegenwärtig in der Hosentasche oder in der Handtasche haben. Die sind da standardmäßig drauf. VoiceOver auf iOS findet man in den Bedienhilfen, Talkback auf Android. Werfen Sie das mal an, hören Sie sich mal mit diesem Vision eine App an, die Sie vielleicht kennen, wo Sie vielleicht dran arbeiten. Und wenn man dann ein bisschen darauf achtet, einerseits, wie Sie es vorhin vielleicht eben feststellen konnten, was man hört, Taste, 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 und was man sieht, sehen tut man häufig, was das für Tasten sind, kann man sehr schnell feststellen, was sind da die Probleme. Also unterm Strich, das ist nicht Hexenwerk,
Da kommt man sehr, also innerhalb 10 Minuten könnte jetzt jeder von Ihnen relativ schnell Probleme finden auf Apps, die Sie kennen. Ohne Neuinstallation von Software, ohne neue Geräte, alles Mittel, die Sie alle bereits haben. Okay. Kurzer Ausblick noch meinerseits. Ja, Stiftung Zugang für alle testet seit 2006. Testet und zertifiziert Webseiten mit diesem Label. 2018 werden wir eine Zertifizierung von Mobile Apps bringen. Gerade weil wir gute Standards haben, die man genau auch für Mobile Apps zur Anwendung bringen kann. Basierend auf WCAG 2.0 und dem im Moment in Erarbeitung befindlichen WCAG 2.1 für iOS und Android Apps. Termin wird bekannt gegeben werden. Danke.